Ich muss den Kerl schnell finden. Aber er darf nicht misstrauisch werden. Okay, este perdió la mente. Weg mit dir! Oh Mann, echt, ich hab mich versteckt und... Oh, ich hasse sowas. Sowas finde ich so scheiße. Du kannst dich hier gar nicht verstecken, weil er dann irgendwo hinhüpft, wo man gar nicht hin will. Das ist ein bisschen blöd. Aber nur ein bisschen blöd. Das ist ja auch nicht so wichtig. Gibt zwar ein paar hier diese Xenon-Punkte oder was das sind. Was erzählt der Junge mir von Xenon-Punkten? Gar nichts. Ist nur ein Gag. Müsst ihr nicht ernst nehmen. Dann fahren wir jetzt mal dahin. Nicht der Pizzamann, echt nicht. So. Falsche Richtung, ne? Und einschlagen. Ne. Einschlagen ist ja so rum. Ups. Oh, Entschuldigung. Der hat aber laut, du. Der hat aber echt laut, ne? Ganz dicke, fette Bassboxen in seinem Auto. Wah. So, dann fahren wir da mal hin, wo wir hin sollen. Ist mal toll, dass sie mich erkennen. Aber eben war am Grabstein so, der ist irgendwie so irgendwie teilnahmslos. Ja, wir fahren auf den Loop von Chicago. So, wo soll man denn hin? Ich vergesse immer diese Tafeln anzumachen. Im Tunnel. Wow. Das ist auch eine blöde Kurve hier. Das erinnert mich ein bisschen an den Elbtunnel. Der ist zwar nicht so kurvig. Aber so mit den Pfeilen und so, nee. Mit der Spuranzeige, wo man fahren darf. Wow. Erstmal hacken. Und rums. Nö. Doch rums. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, da geht die Brücke hoch. Und dann geht sie wieder runter. Oh nein, sie wird mich umbringen. Echt? Sie müssen mich umbringen. Hauptsache, ich werde nicht verletzt. Habe ich das richtig verstanden? Was soll das denn? Was gibt's hier denn? Ich muss hier mal eben parken. Ist auch toll. Super, genau das hätte ich dann noch gebracht. B. Cash-Run-Spur in der Nähe. Was ist ein Cash-Run? Ich will kein Cash ran. Ich will sowas nicht. Oh. Links B. Da kann ich schnell rennen. Gangversteck. Da ist ein Gang versteckt. Welcher Gang ist denn das? Der dritte oder der zweite? Vielleicht ist das ja der Rückwärtsgang. Ich muss, glaube ich, mal mit Tastatur wieder, sonst geht das wieder nicht hier. Muss ich hier irgendwie was machen? Ehemaliger Lehrer. Was kann man denn hier machen? Gangversteck starten, das mache ich mal. Ich weiß nicht, was das ist. Das Arschloch gehört mir. Er will eine Frau schlagen? Der braucht eine Schnabeltasse, wenn ich mit ihm fertig bin. Lass das doch die Polizei erledigen. Was ist denn das? Wo ist denn das? Ich fahre, glaube ich, mal mit dem hier. Ich weiß ja nicht, wo das ist. Schnabeltasse, okay. Die Schnabeltassenquest.
Du brauchst auch eine Schnabeltasse. Das war nämlich ein frontaler Zusammenstoß. Boah, das ist ja auch wieder so eine Müllkiste. Ne? Ich dachte, er hupt weiter, wenn ich einfach aussteige. Nee. Ich muss hier jetzt mal lang. Das ist wieder das falsche Pad, ne? Uah. Ach ja. Hier rumpelt das auch auf der Brücke. Ey, du Arsch! Oh. Ich weiß aber gar nicht, wo ich hin soll. Der Herr? Welcher Herr denn? Ich will nach Hause. Mick, Mick. Wer hat denn Geld im Handschuhfach? Aber der hat auch eben gezeigt, ich sollte da hinfahren. Den habe ich nicht gesehen. Es ist, weil der Winkel der Kamera so scheiße ist. Muss ich so fahren? Naja, mach das so. Dann siehst du nicht, ob da einer kommt. Außerdem habe ich gar nicht auf die Straße geachtet. Ich gebe es jetzt zu. Huch. Das rumpelt wieder. Soll ich jetzt zu Fuß was machen? Was? Du brauchst nur deine eigene Munition mitzubringen. Okay. Damit das klar ist, das sind die Mindestmengen. Gut. Also, du brauchst 500 Schuss 45er ACP Full Metal Jacket, 300 Schuss 5,56er, auch FMJ, und 150 Schrotladungen Kaliber 12, und zwar mit 8 Kugeln pro Unze. Hast du verstanden? Das ist das Minimum? Gott, das wird ja ein herrliches Wochenende. Was? Eine Waffe? Pack die weg! Es geht wahrscheinlich wieder nicht, weil ich in einer Quest bin. Boah, hier sind aber viele Leute. Da hinten ist einer. Der ist da oben. Meiner Frau, sag ihr, hey, ich habe ihre Schwester gefickt. Du hast nichts gemacht. Mein Gott, geht das mein Gott, die Welt unter. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Du solltest erst nur niederschlagen. Wo stand das? Muss ich das nochmal machen? Das ist ja lieb. Ich muss ja jetzt nochmal hin. Dann kann ich doch bestimmt hier hochklettern. Das ist doch viel schöner. Da hinten ist er. Du sollst dich ducken. Waffensammler. Waffensammler. Boah, sind hier viele. Guck mal da. So was Albernes. Das ist nicht witzig. Hä? Guck mal da. Bin ich frei. So was du nicht lassen kannst. Das verstehe ich irgendwie nicht. Hm.
So, nur? Warum redet ihr immer Englisch hier? Ich meine, wir sind hier in Amerika, aber... Ich will nicht in den Verkehr laufen. Ich laufe nicht dahin, wo es sein soll. Was ist das denn hier? Nicht verfügbar. Was ist das denn? Straßenmalerei. Oh, der Wagen. Den schnappe ich mir nachher. Gut, da oben ist ein Böser. Das weiß ich allerdings nicht. Hier sind ja nur Böse. Das könnte dieser Rächerputzi sein. Oh mein Gott! Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfalls. Die Polizei erschießt! Ja. Leitstelle, wir haben grünes Licht für die DOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigen. Hier Leitstelle, das DOS hat Verdächtigen lokalisiert. Übermittle Koordinaten. Kann man hier nicht irgendwas mal machen? Den kann man nicht. Den kann man nicht. Ich sag, ich bin tot. Schießen die jetzt auf mich? Oh, hier haben mein Wagen. Ich meine, die schießen auf mich, obwohl ich keins mache. Dann ist das ein bisschen albern. Eben waren da nur... zwei Leute, jetzt sind aber mal 15 oder was? Gegner. Ich verstehe diese Quest nicht. Muss ich die machen? Ich verstehe die nicht so ganz. Hey, sorry. Nö, passt schon. Profile der zwei Zielpersonen anlegen. Ja, und habe ich doch getan. Ups. Ich habe ein wenig aufstoßen. Ich bin da hochgegangen. Hier hoch. Hier hoch. Hallo. So. Dann hole ich mein komisches Gerät raus. Nicht das, was ihr denkt, sondern mein Handy. Guck mal da. So was Albernes. Den soll ich niederschlagen. Ja, toll. Ich habe ja ein komisches Gesicht, wollte ich gerade sagen. Wie kann ich den da mal ablenken? Der gehört in die Klapsmühle. Da oben kann ich nicht rauf. Super, genau das hat die Stadt noch gebraucht. Das hier ist... Yes, Mann, jemand. Du sollst... Alles klar. Renn doch! Was denn? Fuck, das Visier ist beschlagen. Okay, ja. Bereit. Flankiert ihn. Los, Leute. Flankiert? Ja. Ich hab, worauf wartest du? Schau mal. Was machen die hier? Hier. Oh, kannst du dich mal verstecken? Er blutet schon. Passt ich hab mehr auf? Kugeln, als du Vorsicht. Zeit hast, mein Junge. Zeig mir deine Fresse. Na los, zeig sie schon her. Bald töte ich dich, mein Freund. Nein, du sollst da nichts verstecken. Ich mag diese Verdeckspiele eigentlich ja nicht so gern. Nö. Ja, ich seh mal nach. Ist das Handy wieder weggepackt? Doofkopf.
Schnitt! Du hast den Sessnant eingebüßt! Könnte jemanden anrufen? Vielleicht sollte ich das auch tun. Im Lass Visier. Lass uns von dem nicht verarschen. In die Zange. Du hast dich heute mit dem Falschen angelegt. Die sind doch da oben. Heiliger Strohsack. Was ist das? Oh, heilige Scheiße. Das ist Geld. Ist das etwa ein Toter? Nee, der ist... Ich glaube, der ist der darüber. Ist nicht tot. Wahrscheinlich ist gleich die Quest zu Ende, weil ich zu lange gebraucht habe, oder? Kannst nicht ewig da bleiben. Die ist bestimmt nicht echt. Atmen. Ein und aus. Ganz ruhig. Ich will euch gar nicht hacken. Wir erwischen ihn von den Seiten. Hallo, wegpacken. Ich hab ihn im Visier. Zeig mir deine Fresse, Arschloch. Scheiße, so, wie funktionieren gar nicht. Die Dinger? Du sprengst dich grad. Oh Mann, das war echt knapp. Du hast keine Verfehlung. Heiliger Schatz! Rück zu ihm vor. Wenn ich rüberkommen muss... Ja, jetzt kommt die Polizei. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Ich höre Schüsse, ja, weil ich geschossen hab, ne? An alle Einheiten, CTOS-Scan initiiert. Nur heb doch das Geld ab! Du hast dich überschätzt, Mann. Was hast du? Schiss, dass ich dir weh. Zeig deine Fresse und ich mach's schnell! Alle Einheiten, CTOS-Scan beendet. Die Position des Verdächtigen wird übermittelt. Der ist da hinten drin. Los, ich geb dir Deckung. Verdächtiger Punkt, wir brauchen hier vielleicht Unterstützung. Verschwenden, greif ihn an! Du hast ja keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Komm seitlich an! Der Kerl hat doch. Das ist. Ich. Wisst ihr was? Ich scheiße auf diese Quest. Was so ein Schwachsinn. Sobald ich schieße, kommt die Polizei und die ballern rum wie bekloppt. Ah, da hat einer geschossen. Mission beenden. Ja. So ein Scheiß. Ich hasse sowas. Das nervt mich ein bisschen bei dem Spiel. Oh, das regnet draußen. So, nu? Da sollen wir hin. Kampagne. Ich mach jetzt mit der Kampagne weiter. Immer rein damit. Wie wichtig ist, was? Wenn der Knoblauch reinkommt. Was? Grob gewürfelt, grob. Richtig grob. Nein, kein Versteck, ja. Das hier. Nichts wird besser, wenn ich endlich mehr Geld in uns. Selbst DedSec nennt, warnte die Bürger, dass das CTOS anfällig für Angriffe von außen sei. Die Gruppe sagte, dass sogenannte... Das ist natürlich völliger Quatsch. ...leicht für den Höchstbietenden manipulieren können, auch für Terroristen. Das Rathaus und die Vollzugsbehörden widersprechen dem und sagen, die Gruppe spiele leichtfertig mit Ängsten. DedSec beschreibt sich dagegen als den modernen Kanarienvogel im Minenschacht. Ja. Die spielen mit den Ängsten, sagen die. Was haben die denn? Was hätten die DedSec davon, wenn die mit den Ängsten spielen, der Bürger? Hm? Sie ist gerade 90 geworden, ja. Tja. Sie liest Zeitung, die unterhalten sich. Na gut, der hat so eine gute Kondition hier, der Pierce. Ich will schon nach 20 Meter hier am Ende. Boah, der kann immer rennen. Der kann ja nochmal Gas geben, so. Bringt aber nichts, weil er vorher abbremst. Ich muss hier, glaube ich, rechts abbiegen. Guten Tag. That's what I'm talking about. You want to go down there with me, man? I might hook you up with a set too, man. Come on, man. You know what I mean? Ich bin ein Geist. Oder er war ein Geist. Ich glaube, er war ein Geist. Der ist durch mich durchgelaufen. Jetzt geht das nicht mehr. Aber warum reden die denn hier Englisch? Multikulti-Stadt. Die haben halt nicht alles synchronisiert.
Oder hätten wir natürlich machen können, ne? Keschran, Spur in der Nähe. Ja, mach mal. Nicht der Pizzamann. Habe ich das nicht schon gemacht? Wir machen es jedenfalls jetzt. Gibt es hier Pizza? Nö. So, Mission starten. Wo ist er? Ist nicht leicht, mit Jordi zu arbeiten. Aber ich kenne ihn. Wäre die Lage anders, würde ich vielleicht ihn jagen. Oder andersrum. Aber wenn er sagt, dass wir ein Problem haben, halte ich das für eine Untertreibung. Dieser Typ darf mich nicht identifizieren. Oder alles wird außer Kontrolle geraten. So klettern? Oh oh. Klettern. Ich bin doch kein Klettermann hier. Da kommen wir vielleicht hoch. Jips. Das geht. Hier kommen wir auch hoch. Ah, wie behende. So. Das war ja schwer. Sind wir? Hi. Oh, fuck. Jordi, wer sind die? Na, die wohnen hier. Was ist passiert? Tja, die Security in diesen Häusern ist ziemlich gut. Damit sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür ein Stück, da ist die Kette, ich schieb ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Jordi, das Problem. Komm schon. Das tun wir doch gerade. Wir sind mitten in der Auflösung hier, Pierce. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst nicht, wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Wirklich? Ja? Tu mir einen Gefallen. Beeilen wir uns. Wie viel Zeit haben wir? Nicht so viel wie nötig. Oh, diese Leiche da aus dem Stadion. Er ist nicht mehr so tot. Die Bullen haben ihn jetzt im Chicago-Gefängnis. Und oh, er spaziert jeden Moment ins Verhör und zeigt mit dem Finger. Auf dich. Wie konnte das passieren? Mach mich nur fertig. Toller Blick. Siehst du? Heute Morgen ging was raus. Einer bezahlt einen Haufen Dollar für die Aussage dieses Clowns. Und? Einer von den Typen lautet die Geschichte. Sieht aus, als müssten wir beide uns mal unterhalten. Ja, aber nicht wieder das mit dem leeren Magazin. Der arme Maurice hat sich vollgepisst nach deiner Show. Kümmere dich nicht um meine Methoden. Weißt du, wie man es benutzt? Bring deinen Arsch da runter, ich gebe Deckung. Und lass den Boss am Leben. Wirst ihn brauchen. Glaubst du? Infiltrieren Sie den Bahnbetriebshof. Könnte ich natürlich machen. Aber ich denke mal, das machen wir in einer nächsten Sitzung. Okay, tschüss.